Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1.5 Remix Rechains of Memories. Ja, beim letzten Part haben wir Axel in den Arsch getreten und jetzt, beziehungsweise ich habe ein Eis in den Hintern gestopft. Haha. Egal. Arena des Olymps mache ich jetzt als nächstes, weil ich habe keinen Bock auf Alice im Wunderland. Und Monstro und Halloween Town will ich mir für nachher aufheben, dass ich auch noch was Gutes habe nach Alice im Wunderland. Deswegen machen wir erst Arena des Olymps, einfach aus dem Grund, weil ich die Cloud-Karte dann bekomme und die will ich nämlich ganz schnell bekommen. Aber wie gesagt, am Anfang haben wieder Cutscenes, beziehungsweise billige Cutscenes, wo ich selber den Text lesen muss. Und ja, so richtige Hardcore-Cutscenes wie die gegen Sephiroth, gegen Cloud, die könnt ihr euch knicken. Die gibt's nämlich nicht. Ja, Donut, er kann lesen. Seht eine Ankündigung. Es ist einem eigentlich aufgefallen, dass Jiminy immer mehr in den Vordergrund kommt seit Rechains of Memories. Es geht um einen Wettbewerb. Sie nennen ihn das Arena des Olymps Überlebensturnier. Heißt es nicht, sie nennen es das... egal. Oder das Turnier? Egal. Die Teilnehmer müssen an einem Hindernislauf teilnehmen und sich dabei ausstechen. Hört mal, auch der große Held Herkules wird an diesen Turnieren teilnehmen. Boah, Jiminy, hör auf zu hüpfen. Hier steht, dass er noch nie besiegt worden ist. Das klingt nach Spaß. Machen wir auch mit. War klar, dass du das sagst. Bei jedem Wettbewerb bist du immer Feuer und Flamme. Du wirst auch ohne uns mitmachen, stimmt's? Genau. Dann sind wir wohl besser auch dabei. Warte mal, hier steht noch mehr. Nur Teilnehmer, die im ersten Lauf siegreich waren, nehmen am Hauptwettbewerb teil. Hier steht, dass der erste Lauf gleich da vorne beginnt. Worauf warten wir dann noch? Auf geht's! Hat dann Donut nicht gerade gesagt, du machst auch ohne uns mit? Und dann macht er trotzdem mit? Oh, Hades. Cool, seit wann musst du latschen, ey? Herkules ist ein Vorbild an Stärke und Edelmut, der perfekte Held. Der kann sich doch teleportieren. Er ist also absolut perfekt. Mir brennt der Hut. Wenn ich bloß an diesen Kerl denke, wie gern nur würde ich ihn in die Unterwelt verbannen, für immer. Dafür hast du mich angeheuert. Badass. Das stimmt, du bist mein Mann Cloud, oder? Deine Aufgabe ist es, Herkules bei dem Spielen zu besiegen, sobald du ihn weich geklopft hast. Gib ihm den Rest, tu das für mich und ich. Du gibst mir mein Gedächtnis wieder, wie vereinbart. Du hast mein Wort. Ach, Cloud hat sein Gedächtnis verloren. Und trotzdem weißt du trotzdem, wie er heißt. Cool. Immerhin. Leider gibt es in Rechains of Memories kein Sephiroth. Leider. Ich trete ja Sephiroth immer gerne in den Arsch. Aber wird leider in diesem Let's Play diesmal nix. So. Jetzt geht wieder der alltägliche Scheiß los. Herzlosen Kampf. So. Wir sind ja bei Axel kein Level hochgekommen, was mich so übelst ankotzt. Wie kann das sein, dass ein Böse mir so wenig Expert geben? Dann muss ich mich mit diesen 0850 Herzlosen, beziehungsweise diesen Affen. Wundert euch nicht, dass die Affen hier sind, denn Tarzanland gibt's ja hier nicht. Keine Ahnung wieso, Square Enix hatte ja damals Zoff mit dem Macher von Tarzan. Irgendwie hatten die rechte Probleme, ich weiß auch nicht. Boah, rufen wir doch mal Donald. Wollen wir wetten, dass er wieder Scheiße baut und die scheiß Eisfotzen mit Eis attackiert? Ah ja, erstmal kommt Goofy. Ach, der hat sie mindestens erledigt. Auch Goofy ist mindestens verlass. Aber wetten mit der Donald. Oh, Donald hat's hingekriegt. Wie geil ist denn das denn? Ich dachte, jetzt heilt er mich wahrscheinlich. Obwohl ich beinahe volles Leben habe. Ja, schöne Herzlosen. Ich hab euch auch lieb. So. Ah, cool, dann sind wir gleich bei der richtigen Tür. Das heißt, es kommt gleich wieder Cutscene. Ich darf wieder lesen. Das ist halt blöd. Nur in Stockwerken kommen Cutscene. Was halt mit der Origination 13 zu tun hat. Und keine Sorge, ich werde nicht so oft Kuttennutten sagen. Wo kommt ihr denn her? Ihr habt doch nicht etwa den ersten Lauf geschafft?
Ach, das war der erste Lauf? Oh, okay. Na klar, und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr hier, richtig, obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum das? Drei Worte. Ihr seid keine Helden. Da irrst du dich. Ja, es waren nämlich vier. nicht das. Ich meine, wie sollen wir beweisen, dass wir Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Er hat recht, Phil. Sie haben doch die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Hm, da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Wir können das Turnier auch jederzeit absagen. Absagen? Wieso denn? Phil, erster Kurs war so schwer, niemand sonst hat ihn geschafft. Stimmt das? Das passt doch, wir machen mit, dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Hm. Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft's, Kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Ja, ja, schon gut, Sora. Da du mit deinem Team und Herkules die einzige Teilnehmer seid, sind sie nicht. Ah, da kommt Cloud. Ich bin der neue Herausforderer. Gestatten, Cloud. Je mehr, desto besser. Jetzt wird das Turnier ja langsam wirklich sehenswert. Ich freue mich darauf, aber glaubt nicht, dass ich Gnade walten lasse. Keine Sorge, ich kann einstecken. Geben wir unser Bestes. Genau. Gut, dann heißt es auf in den Kampf, aber zuerst erkläre ich die Regeln. Regel Nummer 1, wer zuerst durch den Hindernislauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2, bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3, es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Regel Nummer 4, alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. So, genau, so genug geredet. Auf die Plätze, fertig. Los. Cloud chillt da voll. Alle rennen, aber Cloud, der läuft da ganz spazieren. Ganz lässig einfach davor. Okay, nächste Tür. Ah, okay, das ist die Endgegner-Tür. Wieso lädt das jetzt vor allem bei jeder Scheiß, bei jedem Kampf? Das hat's doch davor auch nicht getan. Na. Ist klar, die Affen überleben das halt natürlich wieder. Ah, oh, und da verfehlt Sora. Komm, fick dich. Egal. Neuer Versuch. Okay, immerhin. Die geben mindestens schon mal ein bisschen mehr Experte als die anderen davor. Okay, dann müssen wir die Tür öffnen. Was machen wir am besten rein? Machen wir doppelte Stärke für Sora. Wenn ich sie dann schlage, haben die nämlich nur noch ein Viertel Leben. Das sind die ein paar Schlägen nämlich kaputt. Das verkürzt ein bisschen die Zeit beim Kämpfen. Und mein Part verkürzt es natürlich damit auch. Außer natürlich, ich verfehle. Blöde Herzlosen. Oh ja, so gefällt's mir. Ach, jetzt schon wieder die Affen. Ich hasse diese Affen. Das Coole halt an diesem Kartenstechersystem ist, dass die Gegner einfach nicht zum Angriff kommen, wenn ich sie jedes Mal ihre Karten steche. Was ich aber richtig lustig finde, ist, dass sie bei Kingdom Hearts Final Mix ja den Soundtrack neu aufgenommen haben und bei Kingdom Hearts Returns of Memories die alte Version benutzen. Ja, ja, Square Enix. Denken können die echt nicht mehr viel. So, rufen wir mal wieder Donut. Mal gucken, was er macht. Feuer! Und er heilt mich natürlich. So. Na ja, okay. Ich würde jetzt gerade sagen, so ein Affe, aber hier sind schon genug Affen. Boah, wir sind ja ein Level hochgekommen. Cool. Machen wir mal Leben, dass wir eigentlich über 100 Leben haben.
Weil ich glaube, als nächstes brauche ich ein bisschen Leben, weil ich muss dann, glaube ich, gegen Laxene kämpfen. Oder Laxene. Weißt du nicht, wie man die dumme Schlampe ausspricht? Aber... spätestens beim falschen Riku brauche ich auf jeden Fall mehr Leben. Ja, Mann, Goofy! Bam! Und der letzte Schlag war natürlich ein Schuss in den Ofen. Ja, komm. Deine Banane kannst du dir sonst wo hinstecken. Was aber richtig gut ist, ich mache jetzt nämlich den Part hier zu Ende und dann kann ich mindestens im Herkulesland schon mal ein bisschen trainieren. Und mein Kartenset ein bisschen verbessern. So, jetzt ist die Frage, machen wir mal Karte? Da muss ich lang. Okay, dann gehe ich jetzt in die Mitte. Harmlose, herzlose. Naja. Jetzt bin ich mal gespannt. Bestimmt bin ich bei der falschen Tür. Und? Ach, deine Mutter. Ich wusste es doch. Na egal. Machen wir einen Kampf. Ich meine, beim letzten Part habe ich kaum Kämpfe gemacht, außer gegen den Boss. Und ich will euch ja auch noch ein bisschen was bieten. Dafür habt ihr ja einen ganzen Part nur Axel bekommen. Axel Cutscene, Axel dann ausgetreten und Axel nochmal am Schluss. Ich meine, ist doch immerhin was. Ist was für die Fangirls. Ja, ist klar. Guck mal, das meine ich. Donut ist so ein dummer Hund. Okay, eine dumme Ente. Tut er erst Blitz auf die Eisfotzen und dann macht er Eis und heizt sie damit wieder. Ich hasse die KI bei diesem dummen Sack. Ich meine, guck mal, in Kingdom Hearts 1 ist er ja noch ganz okay gewesen. Da denkt er mindestens ein bisschen nach, aber hier ist das einfach nur noch reiner Zufall und das kotzt mich so elend an. Ja, komm. Ja, komm. Das ist einfach nur... nur ein Beschiss ist das einfach nur. Deswegen habe ich den bei Axel auch nicht gerufen, weil ich wusste, dieser dumme Hund... ja, dumme Ente, ich vergesse das jedes Mal. Wieso kann ich Goofy der Dumme sein? Kann ich mindestens immer dummer Hund sagen. Aber immerhin bei Bluto kann ich das dann sagen, weil der ist wirklich ein dummer Hund. Ihr werdet ihn bestimmt auch nicht sehen, dass ich den beim Monster gegen den Boss benutze. Ich habe ja schon mal ein bisschen privat gezockt. Das ist richtig geil, wenn man den ruft. Du kannst nämlich nicht springen. Und kannst selbst auch nicht rollen und auch nicht irgendwie was anderes machen. Was richtig geil ist. Weil wir, aber das Gift trifft dich bei dieser scheiß Säure. Und da ja, dann kannst du nicht hüpfen. Der sucht seine scheiß Karten und ich verrecke halt einfach. Das ist richtig cool. Ich meine... klar, macht voll viel Sinn, dass ich nicht springen kann, wenn Bluto was sucht. Aber ja, ist egal. Ist egal, ich will ja nicht so viel meckern. Ich darf ja jetzt mindestens gegen Cloud kämpfen. Wer war eigentlich der Endgegner bei Herkulesland? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wow, nett von ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Ach ja, Hades, ich Idiot. Er wartet nicht. Regel Nummer 3 besagt doch, es ist erlaubt, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Du bist auch behindert. Er möchte seine Chancen verbessern. Steckt die ruhig wieder weg. Bin ich auf einen Kampf mit euch aus. Lauft weiter. Hä? Siehst du? Er wollte nur, dass wir aufholen. Es haben wir ja aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Stimmt. Warum eigentlich nicht? Bist du ganz sicher? Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Heute verliert er mehr als nur den Wettkampf. Warum? Was hat er dir denn getan? Hier geht's ums Geschäft. Also halt dich da raus und gewinn brav das Turnier. Weißt du, was du da tust? Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Großer Fehler.
Ich finde das voll lustig. Da hast du einen Hund, eine Ente und einen kleinen Bub mit einem Schlüssel, ein Schild und einen Magierstab und die legt sich halt gegen einen Typ mit einem Mega-Panzerschwert an. Finde ich richtig witzig. Alter, klaut hat dabei echt viel Leben. Nein! Ich muss aufpassen, weil der kann Omni-Schlag machen. Und das wird dann richtig bitter. Ja, Donut, diesmal kann ich dich ja rufen, weil du Depp kannst ihn ja diesmal nicht heilen. Ja, endlich. Zum ersten Mal hat sich's gelohnt. Ich find's voll cool. Cloud kann hier einfach fliegen. Ohne Omni-Schlag. Will ich auch können. Alter! Der macht Sonic-Stoß als normale Attacke. Will der mich verarschen? Nein, 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 nein. Gleich tot. Na, oh, gerade noch. So, Cloud. Und Goofy gibt dir jetzt den Rest. Ja, Mann. Auf Goofy ist Verlass. Aber jetzt komme ich doch bitte ein Level hoch. Ich meine, Cloud müsste mir doch echt genug Expert geben, dass ich ein Level hochkomme. Ja, Mann, ich bekomme was? Mega Potion? Supertrank. What? Supertrank? Ich kenne nur High Potion. Was ist das jetzt für eine Verarsche? Wo ist Cloud hin? Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen ihm nach. Ja, ich find's cool, dass Jimmy der Einzige ist, der mitgekriegt hat, wo Cloud hingegangen ist. Obwohl ich gerade gegen ihn gekämpft habe. Naja, egal. Ich glaube, man merkt immer mehr, dass ich nicht von Rechains of Memories richtig begeistert bin, hä? Merkt man gar nicht. So, bei 17 Minuten bin ich... Hey, ich schaff das vielleicht echt perfekt in einem Part, dieses ganze Scheißhartes... Na, Herkulesand. Du dummer Herzlose. Ach, schon wieder die Affen. I don't like the Affen. Ah, oh, das erinnert mich an ein cooles Lied. Das singe ich immer sehr gern, wenn Eva sein Lieblingslied singt. so, jetzt erstmal machen wir die dummen Affen hier kaputt. Oh, volle Kanne. Ich habe zwar nicht drauf gezählt, gezielt, aber immerhin. Das geht. Er singt halt immer Games. Wie heißt das Lied jetzt nochmal? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Memories, glaube ich, was. Thanks for the memories. Und ich sag immer Thanks for the banana. Weil da ist in dem Video immer so Kackaffen, die regen mich voll auf, wenn ich das bei SingStars singe. Ah ja, nur so nebenbei. Ivan ist neben mir. Der liest gerade Mangas. Da will ich Ihnen auch noch kurz was sagen. Hey, ich habe den Rekord gebrochen bei dem Lied, genau nebenbei. Und... Ja. Goofy! Come on! Boah, ich bin Level hochgekommen. Wäre mir zwar bei Cloud... Hätte ich es eigentlich eher gedacht, aber... Naja, egal. Mal gucken, aber gegen Hades will ich doch mindestens ein Level hochkommen. Aber wie gesagt, ich mach's jetzt wieder wie beim... Ach scheiße, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich mach's jetzt wieder wie beim letzten Part. Ich werde es jetzt so machen, ich mach das Land zu Ende. Und dann speichere ich im Land, dass ihr im nächsten Part wieder nur die Cutscene bekommt. Das mache ich mit voller Absicht, einfach aus dem Grund, wer diese Länder nicht interessiert, kann einfach den Part überspringen und kann sich die coolen Cutscene angucken. Und sieht mehr Origination 13. Ich habe auch gehört, bei Rico gibt's nur immer den Endgegner. Das finde ich richtig cool. Darauf freue ich mich nämlich schon übel. Weil dann ist es ja wirklich wie bei Chains of Memories. Du gehst rein! Schlüsselkarte! Nächstes! Boss! Ich glaube, ich bin vielleicht mit fünf Parts ist übertrieben. Aber mit 10 Parts bin ich bestimmt mit Rico schon fertig. Wäre natürlich übelst cool. Oh, Herkules und Cloud. Du hast verloren. Gib auf, Cloud. Pah, niemals. Ich kann für nichts garantieren, wenn wir so weitermachen.
Sorg dich lieber um dich selbst. Ich habe den Eindruck, dass du langsam müde wirst. Keine Sorge, ich helfe dir. Sora? Hol dir so viel Unterstützung, wie du willst. Ich mach dich fertig und hol mir meine Erinnerungen wieder. Hä? Erinnerungen? Hey, Cloud, wir wollen doch nicht die Katze aus dem Sack lassen. Hades, du? Du hast dich da wohl überschätzt, Cloud. Du hast ihn nur etwas müde gemacht. Das macht sich in deiner Leistungsbewertung gar nicht gut. Mit anderen Worten, du bist mein stoppelhaariger Freund, bist gefeuert. Meine Erinnerungen. Wir hatten eine Abmachung. Ich und mein Sprachfehler. Hast du gedacht, du bekommst deine Erinnerungen echt einfach so zurück? Wie naiv von dir. Du Hades sieht immer so aus, als wäre er bekifft, ey. Aus dem Weg, ich kümmere mich nun selbst um Herkules. Hey! Regel Nummer 5, es ist nie zu spät, in die Spiele einzusteigen. Hades, du hast von Anfang an dahinter gesteckt. Cloud mag es nicht gelungen sein, dich zu besiegen, aber er hat dich ausgelockt. Plan B tritt in Kraft. Pack deine Sachen, Herkules, du hast gerade eine Freifahrt in die Unterwelt gewonnen, ich zahle. Ha, natürlich ist Sora auch noch da. Moment! Sora, nein! Hey, Herkules, wie können wir uns messen, wenn du in der Unterwelt bist? Besuch ihn. Gute Frage, Kleiner, aber die Antwort liegt nahe. Du begleitest ihn einfach. Sag es doch. Es gibt keine Regeln. So. Das Praktische ist, ich habe noch mein Set, was ich gegen Axel benutzt habe, und Hades hat natürlich die gleiche Schwäche, nämlich Eis. Deswegen wird das eigentlich ein kurzer Kampf wahrscheinlich. Außer er hat viel zu viel Leben. Mal schauen. Komisch, die Haare leuchten jetzt sogar viel mehr als vorher. So, wieder. Sindes. Eiszeit. Ausgerüstet. Jetzt stechen wir ihn nämlich noch. Und jetzt. Bam! Okay, es hat schon einiges abgezogen. Beinahe eine ganze Lebensleiste. Boah, hör auf, mich mit deinen scheiß Bällen abzuknallen. Blöder. Take that! Ja komm, mach doch deine scheiß Karte. Das juckt mich nicht. Oh, ich bereue es. Donald. Ich bereue es bestimmt. Du bist so ein... Zweimal, Donald! Okay, ich rufe nie wieder Donald. Der hat ihn jetzt erst zweimal geheilt. Ich hasse ihn einfach nur. Das ist so... Ey, es gibt heute Entenbraten noch, ich schwör's dir. Ja, Goofy! Nein, Goofy wurde ausgestochen, du Hund. Und ich bin kurz beim Verrecken. Alter, verrecken tue ich hier auf jeden Fall nicht. Das kannst du vergessen. Boah, langsam kriegst du mich auf, Hades. Pluto! Nein! Wieso Pluto? Ja, egal, komm, scheiß auf, ich setz Pluto ein. War ja klar. Ja. Ich sollte mal öfters auf mich hören. Wieso höre ich nie auf mich? Ja, der hat halt alles ausgestochen. Das ist doch so ein Behinderter. Alter, das wird immer knapper. Ich habe nämlich kaum Karten. Au, du. Ich hasse Hades. Wobei, ich hasse eigentlich mehr Donald, weil der blöde Penner ihn geheilt hat. Zweimal. Nur so nebenbei. Zweimal! Oh, jetzt wird's echt noch eine halbe Stunde Part. Ich könnte kotzen. Okay, egal. Scheiß auf Donald. Mindestens kann man hier Katzen überspringen. Gehen wir gleich wieder in den Kampf.
keine Sorge, die Trophäe mit Weiterspielen mache ich bei den anderen Spielstand bei leicht. Also wundert euch nicht, mich juckt es nämlich hier gar nicht. Beim Let's Play, ich sag ja, bei Kingdom Hearts 1 habe ich mich zwar übelst auf die Trophäen konzentriert, aber das mache ich hier bei dem Let's Play nämlich gar nicht. Das interessiert mich nämlich nicht. Das hat gesessen. Ich find's lustig. Manchmal schießt er mehrere Feuerbälle und manchmal nicht. Ah, das Blöde ist, ich habe die einzige Karte, die mir jetzt noch übrig bleibt, ist Donut und den will ich nicht rufen. Aber ich rufe jetzt Bluto. Scheiß drauf. Da, das meine ich, kann nicht springen, kein Purzelbaum, das ist einfach nur behindert. Ich find's so lustig, bei Final Mix 1 haben sie so viele Sachen verbessert, wie das mit dem Dreieck, mit den Kisten öffnen und so weiter. Und hier? Scheiß drauf. Ist ja nur so ein Kackspiel. Spin-off halt, weiß. Aber diesmal hart ist, kriegst du eins aufs Maul. Ich hätte dich vorher auch schon besiegt, hätte ich nicht Donut gerufen. Hart ist keine Zink. You spin my head right, baby, right round. Hast du's jetzt mal, du Dummer. Ja, geht doch. Take that. Ich hab's Gefühl, Hardest mag die Band Take This. So. Jetzt kann ich mir eine Kippe anmachen. Mal gucken, ob ich wieder einen dummen Kommentar bekomme. Wieso raus, du? Wieso wohl? Ich glaube, war zweiter Part vor Kingdom Hearts. Da habe ich mir den Arsch abgelacht, als ich das gelesen habe. Wieso raus, du? Was? Das Turnier wurde abgebrochen? Wieso denn? Zwei Worte. Alle sind erschöpft. Das waren drei. Moment mal, das waren drei. Soll das ein Witz sein? Und was wird aus meinem Match gegen Herkules? Bedauere, Sora, aber in meinem Zustand würdest du nicht auf deine Kosten kommen. Lass uns gegeneinander antreten, wenn ich wieder fit bin. Kannst du warten? Nee. Okay, ich nehme dich beim Wort. Abgemacht. Hey Sora, er kommt wieder zu sich. Habe ich nicht schon vorher erwähnt? Jiminy kommt irgendwie viel zu oft vor. Alles okay? Ja. Ich habe euch echt die Spiele versaut. Hey, hoffentlich findest du deine Erinnerungen wieder. Vergiss Hades Worte. Manchmal erinnern einen die kleinsten Sachen an das, was man schon ewig vergessen hat. Wenn es eine wichtige Erinnerung ist, ist sie nie für immer weg. So sehe ich das jedenfalls. Hey Claude, wenn du Aerith vergessen hast, dann tu dir doch den Gefallen und lass es so, wie es ist. Die brauchst du echt nicht mehr wissen. Hier für dich, weil du mir geholfen hast. Bist du sicher, dass du nicht mit uns mitkommen willst? Jetzt kommt bestimmt wieder der Move in die Haare. Das war so klar. Kein Interesse. Der macht Claude sehr gerne.
Cloud! Wieso nur 4? Ich wollte eine 9. Oder 7. 7 wäre perfekt gewesen. So. Jetzt machen wir noch kurz die Vasen kaputt, weil da ist bestimmt irgendwo noch was, eine Karte drin. Das ist meistens nämlich der Fall. Und was habe ich gesagt? Jetzt ist das echt eine halbe Stunde Part geworden. Ich könnte kotzen. Nur wegen Donald. Kann ich den nicht verbannen? Okay, Leute. Das war's dann für diesen Part. Beim nächsten Part kommt endlich wieder die Organisation 13 mal wieder vor. Wird bestimmt wieder cool. Ich glaube aber, Laxene kommt als nächstes. Was hat denn die für eine Schwachstelle nochmal? Ich mach die macht Blitz. Das heißt, ich kann Donald wieder nicht einsetzen? Was richtig geil ist! Und... nee, was sind Blitze eigentlich für eine Schwäche? Ja, Erde gibt's nicht. Eis ist es bestimmt auch nicht. Feuer ist es bestimmt auch nicht. Wind? Auch eher unwahrscheinlich. Gravitas vielleicht. Aber das habe ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ich verkloppe es ja einfach. Das ist die beste Lösung. Okay, dann. Das war's. Bis zum nächsten Part. Ciao.